Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, ich habe 2 Minuten und 16 Sekunden, ich muss mich also kurz fassen. Der Berg hat gekreist und eine Maus geboren. Und ich habe jetzt eben die Vertreter der beiden regierungstragenden Fraktionen gehört. Die haben also die Arbeit der Polizei gelobt, wie wichtig das alles ist und wie schwierig das ist. Und wenn die an den Bildschirmen sitzen und so weiter. Man kann das alles unterstreichen. Das ist aber auch alles nichts Neues. Und die Folgerung daraus wäre, dass man einen, sag mal, mindestens fühlbaren Beitrag dazu leistet, dass diese Leute besser bezahlt werden. Das, was hier vorliegt, ist das nicht. Deshalb sind ja auch die Gewerkschaften und nicht nur die Gewerkschaften unzufrieden. Wir sind der Ansicht, dass man, wenn man einen, es wurde ja hier als Ausrede, wurde ja hier der Doppelhaushalt erwähnt. Wir haben ja immer schon gesagt, zwei Einzelhaushalte, dann kann man auch auf die Dinge, wie sie auf uns zukommen, flexibel eingehen. Das ist jetzt nicht so möglich. Aber dann zu versprechen, beim nächsten Haushalt, das wäre dann 23 oder 22, 23, da wird es besser, das ist schon Wahlkampf. So, wir wollen für die Polizei eintreten und wir würden das auch machen, wenn wir die Möglichkeiten hätten. Wir haben hier keine Mehrheit. Deshalb sind wir darauf angewiesen, hier auch die kleinen Fortschritte zu honorieren. Und deshalb und nur deshalb werden wir diesem sehr mangelhaften Vorschlag zustimmen. Dankeschön.